ich bin halt ein Fan von Büchern, von romantischen Büchern. Und dann habe ich mir halt die erste Liebe immer so romantisch ausgemalt. Und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt. Und er hat mich dann halt so gefragt, ob er mich küssen darf. Und ich war natürlich begeistert. So, mein Gott, was ein Gentleman. Er fragt mich so. Und da habe ich natürlich ja gesagt, weil ich habe noch nie so Aufmerksamkeit von einem Jungen bekommen. Und da habe ich mich total geschmeichelt gefühlt. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Und dann hatten wir so einen kleinen süßen Kuss, sag ich mal. Das ist nicht irgendwie so eklig oder so. In der Disco. Und dann? Und dann haben wir halt geschrieben und irgendwann haben wir uns dann auf ein Date verabredet. Und zwar ins Kino, was jetzt keine so gute Date-Idee ist, weil man eigentlich nicht so viel reden kann. Ja, das stimmt. Aber naja, ich glaube, der Zweck dahinter ist, man sitzt halt im Dunkeln und kann vielleicht so also unauffällig die Hand und genau. So. Also ja. Ich hatte total Angst, irgendwie mit ihm ins Kino zu gehen, weil ein Kumpel von meiner Klasse damals hat gesagt, so ja, wenn der Junge bezahlt, also für mich, dann erwartet er Oralsex im Kino. Was ist das denn für eine Regel? Ja, okay, ich davon habe ich noch nie gehört. Also. Ich hatte dann irgendwie so ein bisschen Angst und nicht, dass er das jetzt erwartet, weil ich war total unerfahren. Ich hatte Angst, das männliche Geschlecht zu sehen. Und als ihr aus dem Kino rausgegangen seid, was habt ihr gemacht? Dann hat er mich noch zum Bus gebracht und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, dass das erste Date ohne einem Kuss aufhört. Und deswegen habe ich ihm dann noch so einen kleinen Schmatzer gegeben am Ende. Also total so. So, und dann bin ich zum Bus gerannt. Wie hat sich das dann so entwickelt, dass ihr zusammengekommen seid? Also wir haben uns dann immer öfters getroffen, auch weil wir so einen ähnlichen Freundeskreis hatten. Und nach einem Monat sind wir dann wirklich schon so zusammengekommen. Habt ihr Sex miteinander gehabt oder war das sehr jugendlich? Nee, also wir hatten unser erstes Mal miteinander, also auch er und ich. Und das war, wie lange wart ihr zusammen? Also 3 Monate. Und es war nicht so toll, sag ich mal, weil ich hatte auch keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Also es ist ja das erste Mal und ich glaube, er hatte sogar noch weniger Ahnung. Also, ich glaube, der hatte wirklich keinen Plan, was er da machen. Ich glaube, er war sehr aufgeregt, deswegen hat es auch nicht so richtig funktioniert, sag ich mal. Und ich glaube, das war auch halt so ein bisschen zu schnell, also wenn ich jetzt so darüber so nachdenke, weil eine Freundin von mir hat auch schon ihr erstes Mal und ich war so, boah, jetzt muss ich auch mein erstes Mal schon haben, damit ich so darüber reden kann und damit vielleicht sogar angeben kann, was halt total blöd ist. Wusste er denn, wo es reingeht? Ja, es war schon ein bisschen schwer, weil er war halt auch nicht richtig steif. Ja, weil er so aufgeregt war und deswegen. Und ging es halt einfach nicht rein. Dann biegt das immer so weg. Ja, es ging wirklich gar nicht rein. Okay, also euer erstes Mal war quasi unvollendet. Ja, also. Ja, und habt ihr danach darüber geredet oder wart ihr eher so? Ja, wir haben es dann halt immer weiter probiert. Und ich glaube, es hat wirklich so einen Monat gedauert, bis es dann gut wurde, sage ich mal. Weil am Anfang war ich echt ein bisschen so enttäuscht, muss ich sagen, weil alle sagen, oh mein Gott, Sex ist so schön und so toll und macht Spaß. Und dann war ich so, so toll ist es jetzt nicht, ja. Es wurde dann halt schon besser. Dann habe ich auch so meinen Körper kennengelernt, wusste dann, was ich mag. Und so, und es wurde dann schon auf jeden Fall besser, sagen wir so. Okay. Bisher klingt die Beziehung ganz okay, genau, so eine normale Teenager-Beziehung. Was war denn so eine Entwicklung, wo du gemerkt hast, jetzt fühle ich mich aber nicht mehr so wohl? Das war einmal nach der Schule, haben wir uns dann getroffen und er hat mir dann halt erzählt, dass er geschwänzt hat. Und bei dem Thema Schule bin ich halt ein bisschen strenger, weil ich will ja auch, dass er eine gute Zukunft hat, einen guten Beruf. Und dann war ich halt ein bisschen sauer und ein bisschen schlechter Laune, hab Tschüss gesagt und bin einfach gegangen. Und dann war ich dann schon im Bus und auf einmal schreibt er mir, also spammt mich so richtig voll auf WhatsApp, so ja, wie konnte ich einfach gehen, was soll das? Der hat sehr oft gedroht, dass er dann einfach Schluss macht, wenn sowas passiert. Und dann war ich halt total geschockt. Also irgendwie kamen mir dann auch die Tränen. Na klar. Ich wurde halt noch nie irgendwie so von einem Mann, von einem Jungen halt so richtig zu Sau gemacht. Und hast du dann gemerkt, dass du dich versuchst anzupassen, sodass er sich nicht aufregt? Also da gab es auch noch eine Geschichte und zwar wollten wir mal, da war ich glaube ich schon sogar 18, weil das war halt so ein Club bei uns in der Stadt, der so richtig groß ist. Und dann wollte ich halt irgendwas anziehen mit so einem Ausschnitt und dann habe ich ihm ein Bild geschickt, weil ich dachte, also man will ja mal ein bisschen so sexy aussehen und er fand das total schrecklich, da meinte ich, sehe aus wie eine Schlampe, was soll das? Also ich habe dann halt ein anderes T-Shirt angezogen, das halt wirklich so bis hier so einen Ausschnitt hatte
Und dann sind wir dorthin gegangen. Und dann wollte ich kurz mit meinen Freundinnen ein bisschen tanzen gehen, weil er wollte halt nicht tanzen. Und ich wollte natürlich mal ein bisschen tanzen. Und dann habe ich gemeint, hey, kann ich kurz gehen? Deine Freunde sind ja da. Und der so, Schlimm genug, dass du überhaupt um Erlaubnis fragen musst. Ja. Und er meinte, ja, ja. Und dann bin ich halt gegangen. Und dann hatte ich wirklich so viel Spaß. Es hat total Spaß gemacht, mit meinen Freundinnen endlich mal zu tanzen. Und dann irgendwann kriege ich Nachrichten. So, ja, wo bin ich so lang? Der geht jetzt nach Hause, der hat keinen Bock mehr. Ich bin ihm hinterher gerannt. Und er meinte so, ja, was soll das? Ich kann ihn doch nicht einfach so lange allein lassen. So funktioniert keine Beziehung. Soll er einfach zu irgendeiner anderen Tussi gehen und mit ihr rummachen? Das macht er nächstes Mal, wenn ich ihn irgendwie noch mal allein lasse. Und ich war einfach nur so geschockt und traurig. Und dann ist er gegangen und ich bin ihm natürlich hinterhergegangen. Und das war's mit dem schönen Abend. Ja, so lief eigentlich jeder Abend.